über die Bildhauerei aus meiner sensitivistischen Sichtweise. Das Gemälde ist ein reales Objekt, aber in Wirklichkeit ist das künstlerische Schaffen der virtuelle Raum, der in uns entsteht, wenn wir das Gemälde betrachten und in das wir, wie in einen realen Raum, blicken, und was unsere Aufmerksamkeit erreichen kann. Ich fange an, die Bilder sensitivistisch anzusehen, indem ich die Liniensystem Tisch folge. Dadurch werde ich den Charakter der Linien berühren und den virtuellen Raum erkunden. Dann folgt die Wahrnehmung der Ebenen und Formen, die Bestimmung des Raumcharakters, des Klimas und des Bewusstseins der Zeit im Raum und schließlich eine Zusammenfassung der Raumzeit des Werkes. Die Skulptur ist auch ein reales Objekt, aber sie passt nicht zum Bild des Gemäldes, wenn man sie mit der sensitivistischen Sichtweise betrachtet. Beim Betrachten einer Statue treten zwei unterschiedliche, wahrnehmbare Wahrnehmungsprozesse auf. Der erste Wahrnehmungsprozess. Ich spüre die Masse, Massen, Absichten und Charakter der Statue, dann ihren mentalen Raum und dessen Charakter, dann die Zeit im mentalen Raum und die einheitliche Raumzeit. Ich gehe um die Skulptur herum, und so fange ich an, die Absicht der Masse der Skulptur durch ein Durchlaufen der Umrisse zu wahrnehmen, aber wenn die Skulptur hell und glänzend ist, nehme ich zuerst die Linie der Lichtbrechung wahr. Danach streifle ich die Oberflächen der Formen, erkenne ich die Beschaffenheit, Textur und Volumen ihres Materials. Der Schöpfer der Statue kann seine Absicht durch die Masse, dessen Form, die Orientierung des Gestalts, durch den Rhythmus ihrer Artikulation abgeben. Die Absicht der Form kann schließen, öffnen, es sie erhitsch. Eben, fließen, sprengen, pulsieren, schaukeln, etwas suggerieren und vieles mehr sein. Nach der Bestimmung der Absicht der Formen kann eine genaue Definition des Charakters der Statue bestimmt werden. Danach lenke ich meine Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung des geistigen Raums der Statue. Der mentale Raum der Skulptur kann auch als Aura einer Statue oder ihre Emanation bezeichnet werden. Form U. Die Größe des geistigen Raums der Statue unterscheiden sich von der Form und Größe der Statue. Ich versuche den mentalen Raum so genau wie möglich zu erkennen und zu visualisieren. Die Komplexität dieses Prozesses nimmt zu. Selbst wenn die Skulptur figurativ ist oder wenn die Statue ein Gebrauchsgegenstand ist. Wenn ich die Zusammenfassung nicht vervollständigen kann, werde ich die explorativen Prozesse wiederholen, indem ich eine andere Perspektive wähle, die näher oder weiter entfernt ist. Wenn wir eine Gruppe von zwei oder mehr Skulpturen schaffen, wird der mentale Raum der Skulpturen addiert. Und der einheitliche mentale Raum der Gruppe gebildet. Im geistigen Raum der Statue können wir eine eigenartige, besondere Zeit erleben. Ich denke, die Starring-Methode eignet sich am besten für die Zeiterfassung. Ich finde die am besten geeignete Entfernung, aus der man die Richtung der Formen sehen kann, und auch das mentale Raum, dann beobachte ich die Skulptur so, dass ich die Statue verdoppelt sehe. Also, starrend warte ich auf das Gefühl der Zeit. Wenn ich die Zeit so nicht spüren kann, werde ich die folgende Technik anwenden. Ich wende mich von der Statue ab, so dass die Statue in Richtung meiner rechten Schulter ist. Mit der Drehung meines Kopfes mache ich die Skulptur sichtbar oder wende mich von ihr ab. Wenn ich wegdrehe, sehe ich die Statue in meiner Fantasie und ihre sich wahrgemachte und geistige Raum der Zeit, in der ich mich auf das Gefühl der Zeit konzentriere.
Wenn das mir nicht gelingt, wende ich mich an die andere Seite, so dass die Statue in der Richtung meine linken Schalthaars ist und so versuche ich die Zeit der Statue zu erkennen. Wenn ich die Zeit spüren kann, vereinige ich dieses Gefühl mit dem Gefühl von Masse und mentalem Raum. Das ist das Gefühl der Raumzeit, das Sein der Statue. Der zweite Wahrnehmungsprozess. Ich mache mir meine Gefühle und Absichten gegenüber der Masse und dem Ganzen der Skulptur bewusst. Der Charakter des virtuellen Raumes in einigen Bildern, das Gefühl der Zeit darin ist angenehm, erfreulich, aufregend für mich, und auf solchen Bildern verweilt mein Blick gerne. Aber ich ziehe es vor, mich von einigen der Bilder abzuwenden. Für mich ist es unangenehm. Meine Aufmerksamkeit in ihrem Raum zu haben. Aber auch in diesen Fällen habe ich nie das Gefühl, dass ich in ihrem Raum tätig wäre, dass ich etwas umprogrammiere, verändere oder irgendetwas mache. Die Statue ist anders. Zu einigen Skulpturen würde ich mich hinzuschmiegen, ich würde andere aus ihrem Gleichgewicht werfen, auf ihr Inneres schauen, sie heben, um ihr Gewicht wahrzunehmen, und so weiter. Bei einigen Skulpturen habe ich einen starken Drang, den kreativen Prozess fortzusetzen, ihre Farbe zu ändern, die Keramikskulpturen bei anderen Temperaturen zu brennen, sie in eine andere Ecke der Galerie zu bewegen und ähnliches. Auf solcher Weise hat jede Skulptur eine Wirkung auf mich, sie erzeugen Dränge und Absichten in mir, aber bei manchen nehme ich dies stärker wahr wie bei anderen, zum Beispiel bei beweglichen Statuen, dadaistischen, konzeptuellen Skulpturen, Installationen und bei Eingriffen in die Landschaft. Bei einigen Skulpturen dominiert der erste Effekt, das Gefühl der Raumzeit. Der Skulptur, sehr stark, so dass der zweite Effekt abgeschafft wird und die Absicht der geschaffenen Aktivität nicht registriert oder wichtig gemacht wird. Einige der Bildhauer oder Kreatoren der Installationen beabsichtigten nicht, eine künstlerische Schöpfung zu schaffen, der Zweck des ausgestellten Objekts ist der Aufruf, dass der Betrachter seine Absicht wahrnimmt und den Betrachter zu zwingen. Seinen eigenen Willen und Absicht zu unterdrücken. Eine Ausstellung zeigte unter anderem einen Ziegelhaufen. Ich spürte ganz klar meine Absicht, die Ziegelsteine eins nach dem anderen aufzuheben und sie aus dem Fenster zu werfen. Aber ich habe sie nicht rausgeworfen, obwohl mich die Gegenwart der Ziegelmasse störte, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf andere Skulpturen und ihre Absichten richten wollte. Ich bin sozialisiert, dass der Zuschauer in der Galerie keine Interventionen macht. Die kreative Freiheit der Künstler ist vollständig, vielleicht sollten die Zuschauer auch für einige Grundrechte kämpfen, also dass sie herausgehen können, wenn sie es nicht mögen. Eine ähnliche Art von Show war ein frischer Sandhaufen. Ich musste lachen. Ich wurde mir meiner Absicht bewusst, ein Loch in den losen Sand mit Urin zu bohren. Ich habe es nicht viel an. Aber der Gedanke des leicht nassen Sandhaufens, der den Parkettboden der Galerie beschädigen könnte, hat mich ständig bedrückt. Wenn ich die sensitivistische Beobachtung der Skulptur durch Gabi Ted abgetastet habe, denke ich darüber nach, was der Bildhauer mit dieser Kreation sagen beabsichtigte, oder was ihm gelang ohne Absicht zu sagen. Kann man seine Entschlossenheit, etwas zu sagen, spüren, oder ist seine Skulptur Zeuge seiner geistigen oder physischen Stimmung? Die Beachtung des Prozesses des Sensitivismus sichert den Respekt der Werke,
das Graduelle und die Beständigkeit ihrer Erkundung. Es bringt den Betrachter in einen vertieften Zustand, macht ihn kontemplativ und bringt eine Energie dazu, eigene Schlüsse zu ziehen.